Es kribbelt immer, wenn man weiss, dass es ist das Heimmeeting in Zürich. Das Meeting auf dieser Welt. Jeder Leichtathlet kennt Weltklasse Zürich. Das Stadion ist wunderschön, die Anlage ist genial und das ist natürlich so ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. Es kommen 25'000 Leute und alle leben und lieben die Leichtathletik. Und das, glaube ich, spürt man als Athlet, als Trainer, als Zuschauer. Dann nehme ich auf und versuche, möglichst viel die Energie können auf meine Sprünge umzusetzen und den Leuten auch ein bisschen Show können bieten. Auf Band 2, Simon Ehammer. Das erste Mal im UBS Kids Cup war, da bin ich am Schweizer Finale, bin ich 13. geworden. Also jetzt noch nicht unbedingt der Überflüger. Da ist schon Donnerstag in Usain Bolt gestanden oder all die grossen Leichtathleten. Und jetzt stehe ich als kleiner Bub dort und darf einen Sprint machen, Ball werfen und weit springen. Und zumal steht man in einem Vorprogramm hier in Weltklasse Zürich und jetzt stehe ich im Hauptprogramm. Das ist natürlich so ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. Seit es den UBS Kids Cup gibt, ist die Dichte von der Schweizer Leichtathletik extrem gestiegen. Ohne Dichte gibt es keine Spitze, die dann nach oben aus auch Erfolg hat. Der UBS Kids Cup ist da sicher ein grosser Grund, dass die Schweizer Leichtathletik so boomt. Weil wenn man jetzt schaut, unsere junge Generation, die an Grossanlässe ist, das sind alles UBS Kids Cup Generations. Also ich bin einer, die Tasche ist jemand, Jason, all die haben so angefangen. Und ich glaube, einfach, wenn man fleissig dran ist und das Ganze mit Freude macht, gibt es noch auch die Entwicklung, dass man dann zumal immer besser und besser wird.